Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Mein Name ist Desiree und wir schauen uns heute die Produkte an, die ich regelmäßig aufbrauche und immer wieder nachkaufe. Als erstes würde ich gerne mit ein paar Skincare-Sachen anfangen. Eigentlich dürfte es für euch keine Überraschung mehr sein, aber ich habe hier von The Body Shop die Drops of Youth aufgebraucht. Das ist hier in diesem grünen Fläschchen, dieses Konzentrat, dieses Serum. Das waren jetzt hier 30 Milliliter. Und das war sozusagen die erste Größe, die ich mir gekauft habe, nachdem ich so, ich glaube, 2 oder 3 kleine Probesachets aufgebraucht habe, die mir sehr gut gefallen haben. Dann hatte ich mir hier diese 30 Milliliter Größe gekauft. Und nachdem ich diese jetzt hier aufgebraucht habe, habe ich mir die größte Größe von 50 Millilitern auch nachgekauft. Und auch die ist nach wie vor fleißig in Verwendung, sodass ich mir nicht vorstellen kann, dass dieses Produkt in naher Zukunft nicht mehr bei mir zu Hause sein wird. Ein langjähriger Favorit für mich und treuer Begleiter ist von Lush das Grease Lightning. So sieht das Ganze aus. Es kommt hier mit so einem kleinen Pumpspender und nennt sich der Pickelbekämpfer. Das ist eine gelartige Textur, die ihr eben punktuell auf die Stellen aufgebt, wo ihr Pickel habt. Ich mache das vorzugsweise über Nacht. Und wenn ihr dieses Gel aufgetragen habt, dann wird es nach kurzer Zeit so ein bisschen folienartig, sage ich jetzt mal. Also ist diese Stelle, wo der Pickel ist, wird abgedeckt und abgeschlossen, sage ich jetzt mal. Und über Nacht können dann die Wirkstoffe von diesem Grease Lightning sehr gut an der Stelle am Pickel arbeiten. Und ich habe wirklich am nächsten Tag eigentlich jedes Mal das Gefühl, dass der Pickel auf jeden Fall schon um einiges abgeklungen ist, sodass ich, ja, ich sag mal, die Zeit, in der ich Freude an meinen kleinen Besuchern habe, dadurch wesentlich verkürzen kann. Und diese Pulle hier mit, lasst mich mal gerade schauen, 50 Millilitern, hat mir jetzt bestimmt 3 Jahre gehalten. Das Produkt an sich, dadurch, dass es Naturkosmetik ist, hält zwar laut Mindesthaltbarkeitsdatum mindestens nur 1 Jahr, aber ich habe es, wie gesagt, ungefähr 3 Jahre verwendet, bis es dann tatsächlich komplett toto leer war und ich habe keine Veränderungen, was die Wirkung angeht, feststellen können. Also ist es auf jeden Fall ein Produkt, das einmalig in der Anschaffung vielleicht etwas höherpreisiger ist als andere Produkte, sich aber langfristig gesehen für mich auf jeden Fall immer wieder lohnt. Dann habe ich hier ein Produkt aus dem Müller. Es handelt sich um den erfrischenden Reinigungsschaum von Cadea Vera. So sieht der aus. Der hat hier oben so einen schönen Pumper, wo dann eben ganz, ganz toller Schaum rauskommt. Und damit reinige ich mein Gesicht natürlich. Es ist ein Reinigungsschaum fürs Gesicht. Ich hatte mal eine Abschminkroutine abgedreht. Die verlinke ich euch mal da oben. Da hat sich mittlerweile so ein bisschen was verändert, aber im Grunde genommen mache ich es nach wie vor weiterhin so, dass ich einen Augen-Make-up-Entferner auf Wattepads verwende, nur für mein Augen-Make-up, dass ich dann einmal aufs komplette Gesicht mit einem Abschminktuch gehe und sozusagen das Allergröbste an Make-up damit runternehme. Dann benutze ich diesen Reinigungsschaum, manchmal auch ein Reinigungsöl und zum Schluss benutze ich dann noch ein Gesichtswasser. Wenn ihr ein Update meiner Abschminkroutine wollt, dann lasst mich das sehr gerne wissen. Dann drehe ich euch das natürlich herzlich gerne ab, auch mit den Produkten, die ich neu verwende. Und dieses Produkt ist eben sowohl morgens als auch abends aus meiner Routine nicht mehr wegzudenken. Es verspricht feine Haut, soll für normale und Mischhaut sein und enthält Granatapfel und Sauerampferextrakt. Und ein Pluspunkt, der mich definitiv mitunter auch dazu bringt, dass ich dieses Produkt immer wieder nachkaufe, ist der Duft. Es riecht einfach sehr, sehr schön frisch und sauber. Hat so ein bisschen Ähnlichkeiten mit Nivea, hatte ich schon mal gesagt. Es ist nicht exakt der gleiche Duft, aber wer den Nivea-Duft liebt,
der wird dieses Produkt sicherlich auch sehr lecker finden. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Produkt, das immer wieder aufgebraucht und immer wieder nachgekauft wird von mir. Und wenn ihr noch auf der Suche nach so etwas Ähnlichem seid, dann schaut euch den auf jeden Fall mal an. Als letztes Skincare-Produkt würde ich euch jetzt gerne eine Maske zeigen, die eigentlich immer bei mir im Haus sein muss, die ich total liebe und die ich euch auch schon das ein oder andere Mal empfohlen habe. Und zwar ist das die Hydra Bomb Tuchmaske von Garnier Skin Active. Und ich benutze hier am allerliebsten die grüne Variante für normale und Mischhaut, weil ihr wisst, dass ich eine ölige Haut bzw. Mischhaut bin. Deswegen passt sie einfach am allerbesten zu meinem Hauttypen. Es ist eine intensive, feuchtigkeitsspendende und ausgleichende Maske, die mattierte Haut verspricht die Poren zu verfeinern und Grünteeextrakt, Hyaluronsäure und feuchtigkeitsspendendes Serum enthält. Das ist eine Einmalanwendung, die ist jetzt nicht unbedingt mega günstig. Ich glaube, so um die 2 Euro kostet diese Tuchmaske. Und ich vertrage sie total gut und habe das Gefühl, dass sie meiner öligen Haut auf jeden Fall die Feuchtigkeit zurückgibt, die sie braucht. Die haben ganz, ganz viele verschiedene Sorten im Sortiment. Von Masken für trockene Haut, über sensible Haut, über müde, fahle Haut. Ich glaube, sie haben auch mittlerweile so ein bisschen was Anti-Aging-mäßiges. Also, wenn euch grundsätzlich diese Masken interessieren, schaut euch da mal um bei DM. Die haben wirklich ein großes Sortiment, wo eigentlich für jeden was dabei ist. Machen wir mal weiter mit den Haaren. Und mein Freund und ich waren vor kurzem beide beim Friseur. Bei mir ist jetzt nichts großartig Spektakuläres passiert. Also, falls ihr euch jetzt denkt so, ich habe da jetzt keinen Unterschied erkannt. Was hat sich denn da wohl getan bei der Desiree? Dann bin ich euch nicht böse, weil ich einfach nur ein bisschen Spitzen abschneiden lassen und das ganze kaputte Schlumbumsgedönse einfach mal abgeschnitten wurde. Und mein Freund sieht jetzt so ein bisschen aus wie der Mann auf den Balea-Bart-Produkten. Wenn ihr die Produkte kennt, dann wisst ihr, wie mein Freund jetzt aussieht. Also er hat Bart und die Seiten etwas kürzer und oben relativ langes Haar. Und ist deswegen gleichzeitig mit mir so ein bisschen aufs Haar gekommen. Und wir haben uns so ein bisschen damit auseinandergesetzt, welche Produkte so für uns funktionieren. Sowohl für mich eben, was so Glanzprodukte angeht. Die habt ihr in meinem Heidelberg-Haul gesehen, findet ihr auch da oben. Und bei meinem Freund ging es halt eher darum, dass die Tolle oben, sage ich jetzt mal, gut gehalten wird, in Form bleibt. Aber auch nicht so, weiß ich nicht, Ali-Türsteher-mäßig an den Kopf geklatscht wird und vor sich hin glänzt, weil das finde ich auch ganz furchtbar. Und es sollte auf jeden Fall leicht auszubürsten sein. Das waren so die wichtigsten Kriterien für meinen Freund. Er hat auch wahnsinnig dickes Haar. Ja, im Verhältnis zu mir. Der könnte mir auf jeden Fall locker ein bisschen was für meine Flusen abgeben. Tja, tut er aber nicht. Muss ich mit klarkommen. Und deswegen ist es eben nochmal schwieriger, etwas für sich zu finden, was diese dicken, schweren Haare in Form hält, nicht plättet, nicht fettig, glänzig, schmalzig aussieht und sich trotzdem gut ausbürsten lässt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Er ist hier auf dieses Produkt gekommen und aktuell nach wie vor auch drauf hängen geblieben. Es handelt sich hier von L'Oréal Paris um ein Produkt aus der Studio Line. Und zwar ist es das Spurenlos Fix Liquid Gel. Zwei dieser Flaschen hat er mittlerweile aufgebraucht. Hier sind jeweils 150 ml enthalten. Und zwei weitere Flaschen leben momentan bei uns zu Hause. Eine im Vorrat und eine in Verwendung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, mein Freund trinkt das Zeug. Also ich glaube, so ungefähr pro Monat brauche ich auf jeden Fall eine Flasche. Die Teile kosten
unter 5 Euro auf jeden Fall. Ja, ist jetzt nicht wahnsinnig günstig, ist ja auch L'Oreal. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn der Mann mal was gefunden hat, was für ihn funktioniert und er sich aufgrund dessen dann auch gerne herausputzt für mich, dann nehme ich dann auch im Kauf, dass ich da einmal im Monat, wenn ich eh beim DM bin, ich wohne ja quasi da, ihm so ein Spray mitbringe. Ja, genau. Also, falls ihr entweder eine ähnliche Frisur tragt oder auch einen Männer zu Hause habt und ein ähnliches Produkt sucht mit ähnlichen Ansprüchen, dann schaut euch das gerne mal an. Ich für mein feines, flusiges, federiges, dünnes, fast nicht vorhandenes, fliegendes Haar brauche ab und an auf jeden Fall auch mal ein Haarspray. Und bei meiner Haarstruktur ist eben einfach das Problem, dass Haarspray mein Haar total schnell beschwert, wenn ich nicht aufpasse. Und da ist nie diese Jod. Kann ich euch verraten, weil das sieht dann scheiße aus. Dann sieht das nach 2 Stunden aus, als hätte ich fettige Haare, obwohl ich eben vor 2 Stunden erst selbige gewaschen habe. Ich habe einfach mal vor wirklich ziemlich langer Zeit, spaßeshalber zum Ausprobieren, ein Haarspray von Balea mitgenommen. Und zwar nennt es sich Volumeneffekt. Das hat die Stärke 4 und ist auch extra deklariert für feines Haar. Ist lila und war hier in dieser kleinen Probegröße mit 100 Millilitern. Die habe ich jetzt aufgebraucht und ich muss sagen, ich war mit diesem Haarspray wirklich sehr zufrieden. Also es hat mein Haar zumindest in dem Rahmen, wie ich es jetzt brauchte, fixiert, ließ sich super leicht ausbürsten und hat mein Haar nicht beschwert. Wenn man zum Beispiel als Frau mit langen Haaren oder auch als Mann mit langen Haaren einen Pferdeschwanz trägt, dann hat man ja ganz oft so fliegende Babyhaare, die jetzt nicht so besonders schön aussehen. Und dann kann man einfach so ein bisschen von diesem Haarspray da drauf spülen und sich das Ganze vielleicht so ein bisschen einfach, ja, ich sag mal sleeker stylen. Oder aber auch, wenn man offenes Haar hat und man hat sich vielleicht die Haare geglättet oder gelockt, dann kann man auf jeden Fall dieses Haarspray dann nochmal da drüber geben, so als Fixierung. Das Haar bleibt flexibel, es wird nicht betoniert und ja, das scheint ziemlich günstig zu sein. Also Balea, ne, Eigenmarke von DM. Und also ich muss sagen, meinen Ansprüchen ist es vollkommen gerecht geworden. Und deswegen, wieso viel Geld ausgeben für ein teures Haarspray, wenn es auch dieses tut? So, dann mache ich mal weiter mit ein bisschen Damenhygiene. Und zwar würde ich euch gerne die Slip-Einlagen zeigen, die ich eigentlich während meiner Periode ja, dauerhaft in meinen Schlubber klebe. Ich für meinen Teil muss sagen, während meiner Periode bin ich jetzt kein Freund von String-Tangas oder Tangas oder sowas. Fühle ich mich einfach nicht wohl mit und deswegen trage ich da meistens solche French Panties, wenn ihr wisst, was ich meine. Und da kann ich die eben super gut reinkleben. Wenn ihr natürlich Strings oder String-Tangas tragt, dann müsstet ihr halt schauen, dass ihr Slip-Einlagen findet, die man dann halt auch hinten umknicken und zusammenkleben kann, wenn man jetzt verstanden hat, was ich meine. Für alle anderen Damen könnte das hier vielleicht etwas sein oder auch für diejenigen, die schon leichte Blasenschwäche haben. Es handelt sich um die Always Dailies Extra Protect in der Variante Long Plus. Die sind also auch nochmal extra lang. Ich habe die jetzt hier zusammengefaltet, weil sonst hätten die viel zu viel Platz in meiner Tüte weggenommen. Und ja, ich finde die deswegen so gut, weil sie zum einen richtig schön stark kleben. Also ich habe ganz oft das Problem mit so sehr, sehr günstigen Slip-Einlagen. Die kleben irgendwie dann im Laufe des Tages nicht mehr. Und dann habe ich die irgendwo im Intimbereich kleben, ja. Das ist natürlich irgendwie richtig
unpraktisch, wenn man gerade auf der Arbeit ist und irgendwas zwickt die ganze Zeit im Schlubber, kriege ich die Krise. Und deswegen bin ich eben umgestiegen irgendwann auf diese Always-Slip-Einlagen. Durch diese extra lange Länge ist es halt eben auch so, falls ihr mal auslaufen solltet. Ich benutze eben in Verbindung mit diesen Slip-Einlagen Tampons. Welche das sind, müsstet ihr auch in einem anderen Alltime aufgebaut und nachgekauft Video gesehen haben. Und ja, natürlich kann es sein, wenn man mal viel Stress hat, wenn man nicht oft Zeit hat, dann auch eben mal auf Toilette zu gehen und zu checken, ob noch alles im grünen Bereich ist. Dann kann es auch schon mal sein, dass man ausläuft. Und gerade wenn man viel in Bewegung ist, Treppe rauf, Treppe runter, was weiß ich, liegen, sitzen, stehen, dann ist es schon ganz gut und praktisch, wenn die Teile etwas länger sind, dass eben eine größere Fläche von eurer Unterwäsche geschützt ist. Und deswegen kann ich die euch wirklich sehr empfehlen. Für nachts probiere ich jetzt momentan etwas anderes aus, weil sie mir da dann doch nicht sicher genug sind. Obwohl ich Tampons verwende. Ich habe eben ein großes Problem mit sehr starker Periode. Und wenn ich da mit meinem aktuellen Testkandidaten zufrieden bin soweit, dann werdet ihr davon auf jeden Fall auch nochmal hören. Ein Produkt, was auf meinem Schminktisch eigentlich nie fehlen darf, sind von Ebelin die 100 Tücher in der Dekorbox. Das war jetzt hier die Variante Romantic Home. Die war so schön türkis gehalten mit rosanen Blüten, so auf der Rückseite. Und ich finde die einfach total schön. Das ist so eine kleine viereckige Box, wenn man das erkennen kann. Ich benutze die, wenn ich zum Beispiel Swatches auf meine Hand gemacht habe. Oder wenn ich mit dem Lippenstift so ein bisschen gepatzt habe, kann man die auch gut verwenden. Die sind, wie gesagt, ein treuer Begleiter auf meinem Schminktisch, sind da nicht mehr wegzudenken. Und die sind auch total günstig. Ich glaube, die kosten 95 Cent. Ich finde vor allen Dingen auch die Designs immer richtig schön. Und bin teilweise dann doch meistens etwas traurig, wenn die Box dann tatsächlich fertig geleert ist. Ja, weil irgendwie finde ich diese Bildchen da drauf manchmal so schön, dass ich es sehr schade finde, die wegzuschmeißen. Falls ihr da irgendwelche DIY-Ideen vielleicht mit habt, dann lasst mich das gerne wissen. Ich habe schon mal gedacht, ob man sich dann vielleicht hier so ein Quadrat ausschneidet und vielleicht als Postkarte mal verwendet oder so. Ja, wenn ihr da ein paar lustige Ideen habt, dann schreibt mir sehr gerne. Ja, und zum Schluss schauen wir uns noch ein paar Lifestyle- bzw. Haushaltsprodukte an. Zwei Produkte, die bei uns hier zu Hause auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken sind, sind von Profissimo. Und zwar einmal das naturreine ätherische Öl in Lavandin, also Lavendel, und das naturreine ätherische Öl in Zitrone. So sehen die beiden Teilchen aus, sind auch mega günstig und ich habe euch vor einiger Zeit mal ein Haushaltsfavoriten-Video abgedreht und da hatte ich euch meinen Diffuser gezeigt und der ist wirklich, seitdem ich ihn habe, jeden Abend, an dem ich zu Hause übernachte, ich übernachte ja auch manchmal auf der Arbeit, im Einsatz. Ich mische sehr gerne Zitrone und Lavendel, weil ich den Lavendelgeruch sehr toll finde, um einfach abends zur Ruhe zu kommen, gut zu schlafen. Aber mein Freund diesen Lavendelduft nicht ganz so gerne mag. Dem ist das meistens zu stark, wenn ich nur Lavendel verwende. Und deswegen kombiniere ich das einfach mit ein paar Tropfen von dem Zitronenöl, um diesen Lavendelgeruch ein bisschen aufzulockern. Und das gefällt uns beiden einfach sehr, sehr gut. Und da sie ja einfach auch total günstig sind, sind die bei uns immer im Einsatz und nicht mehr wegzudenken. Ein Produkt, welches immer bei uns in der Toilette zu finden ist, ist von WC-Ente dieses frische Siegel. Ich habe da immer
ganz, ganz viele verschiedene Sorten. Normalerweise ist dieses Behältnis bis hier oben mit Gel gefüllt. Man steckt dann da eine Kappe drauf und drückt dann immer einen gewissen Bereich herunter. Und dadurch stempelt man dann hier mit dieser Seite ja, so ein kleines Gelkissen in seine Toilette. Ich finde das total hygienisch, weil bei diesen Halterungen, sag ich jetzt mal, wo diese frische Gele enthalten sind oder irgendwelche Perlen und Kugeln, habe ich das Gefühl, die hängen ja schon ein bisschen darum. Und in diesen Plastikbehältern kann sich dann doch durchs, ich nenne es jetzt mal Urinieren, das ein oder andere Spritzwasser vielleicht sammeln, anhaften, was auch immer. Und der Gedanke daran, ja, widert mich so ein bisschen an, muss ich sagen. Und diese Gelkissen, die man da reinstempelt, die lösen sich einfach vollkommen auf. Und deswegen finde ich das wesentlich hygienischer. Einziger Nachteil dabei ist, dadurch, dass ihr es ja direkt in die Schüssel stempelt, ist es ein bisschen schwierig mit der Reinigung der Toilette. Also wenn man dann jetzt seinen täglichen, wöchentlichen, zweitäglichen, was auch immer, WC-Reinigungskurs absolviert, dann muss man einfach ein bisschen aufpassen mit der Klobürste und so weiter, dass man diese WC-Siegel eben nicht dadurch entfernt, weil ansonsten ist es eben ziemlich Verschwendung, wenn ihr bei jedem Mal Toilette putzen dann eben diese Siegel auch wieder neu machen müsst. Aber nach einer Weile hat man den Bogen raus und dann ist es auch gar kein Problem mehr. Das letzte Produkt ist wirklich meine neu gewonnene große Liebe in Sachen Wäscheduft, und zwar von Lenoir, das Unstoppables Wäscheparfüm in der Geruchsrichtung Fresh. Ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Behältnissen ich jetzt in den letzten Monaten schon geleert habe, aber es sind bestimmt schon 3 Stück oder so. Ich finde einfach, dass die Wäsche mit diesen Wäscheperlen wahnsinnig gut riecht, auch sehr, sehr lange riecht. Und ich habe euch ja mal erzählt, dass ich ja einfach seit einiger Zeit auch Sport treibe und man Sportkleidung oder auch Unterwäsche, wenn es so synthetische Stoffe sind, Spitzenstoffe und so weiter mit Gummizügen, am besten nicht mit Weichspüler waschen sollte. Auch bestimmte Fasern, Mikrofaser und so weiter. Und deswegen hatte ich eine Alternative gesucht, weil für mich trotzdem wichtig ist, dass meine Sportwäsche gerade natürlich immer sehr, sehr schön frisch und sauber riecht. Ich hatte mich da mal mit einer Abonnentin in den Kommentaren drüber unterhalten. Zu 100%ig sicher bin ich mir natürlich nicht, ob jetzt hier keine Weichmacher enthalten sind, wie in einem Weichspüler. Ich bin eben keine Chemikerin, aber dadurch, dass es sich ja eigentlich hier um ein Wäscheparfüm handelt und das für mich eher nur suggeriert, dass es guten Duft in der Wäsche hinterlassen soll und nicht wie in dem Namen Weichspüler die Wäsche auch weicher machen soll mit Weichmachern, gehe ich jetzt einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn davon aus, dass hier keine Weichmacher enthalten sind und es deswegen auch meiner Multifunktionswäsche und meinen Mikrofaserprodukten nicht schadet. Wenn ihr aber natürlich euch da besser mit auskennt, Inhaltsstoffe, die hier drin sind, genau kennt, analysieren könnt und mir da wirklich mal aus chemischer Fachsicht eine Rückmeldung geben könnt, dann tut das sehr, sehr gerne. Ihr helft da sicherlich auch anderen Frauen und Hausmännern mit. Und ja, dann würde ich sagen, war es das schon von meinem Alltime aufgebraucht und nachgekauft Produkte-Video. Ich hoffe, da waren wieder ein paar sehr, sehr spannende Tipps und Produkte für euch dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und für eure Zeit und freue mich auf jeden Fall auf euch in einem anderen oder in dem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao.